Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung Berlin liest ein Buch. Eine ganze Stadt liest gemeinsam ein Buch. Das ist was ganz Besonderes. Und bei dieser Aktion verwandelt sich Berlin vom 18. Juni, das war zum Bücherfest am Sonntag auf dem Bebelplatz, bis zum 2. Juli zum dritten Mal zu einem riesigen Lesekreis. Organisiert wird die Aktion vom Landesverband Berlin des Deutschen Bibliotheksverbandes. Und ich begrüße ganz herzlich Regine Kittler. Sie ist nämlich die Vorsitzende des Landesverbandes Berlin. Und auch, ich hoffe, ich habe mich richtig informiert und sage es jetzt alles richtig, Sprecherin für Bildung und Kultur der Linksfraktion und Vorsitzende des Ausschusses für Weiterbildung und Kultur der BVV Marzahn-Hellersdorf. Ja, gut. Ja. Das Buch, das zum Stadtgespräch werden soll, ist der Roman Der Hausmann von der Autorin Vlada Kolosova. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und Glückwunsch, dass dein Buch ausgewählt wurde zum Buch von dieser Aktion Berlin liest dein Buch. Das ist schon was ganz Besonderes und da kann man dir wirklich ganz doll dazu gratulieren. Da kannst du dich, tust du ja sicher auch, dich sehr drüber freuen. Ja, ich freue mich total. Ich komme in ganz Berlin rum, kann alle Bibliotheken sehen, manche Stadtteile, die ich noch nie gesehen habe. Es wird eine richtige Lesereise. Sie können sich vielleicht erinnern, 2021 war das Buch, das für diese Aktion ausgewählt wurde, Marzahn Mon Amour von Katja Oskamp. Und dadurch ist sie sehr bekannt geworden und sie hat es sogar bis nach Dublin geschafft und hat den Dublin Award verliehen bekommen. Und da, also Vlada, das wird dir dann auch bevorstehen. Ne? Kannst dich schon mal drauf einrichten. 2022 hat das Buch Herkunft dazu gedient als Buch für den Lesekreis von Sascha Stanisic. Und ja, ich freue mich sehr, dass es dieses Mal Der Hausmann geworden ist. Als ich gehört habe, dass dieses Buch in die engere Auswahl gekommen ist, habe ich mir das gleich besorgt und gelesen und habe so gedacht, eine gute Wahl, auf jeden Fall. Was ging dir durch den Kopf, Vlada, als du erfahren hast, dass dein Buch ausgewählt wurde? Ich habe erstmal nachgegoogelt. Ich habe natürlich auch nachgegoogelt, wer es vor mir geworden ist. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Ja, ich wusste auch gar nicht, was es alles mit sich bringt. Habe mich natürlich aber bestimmt mindestens 3 Wochen lang ekstatisch darüber gefreut. Du bist in St. Petersburg geboren und mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Was hat dich denn hier in Deutschland am meisten überrascht und erstaunt? Wow, gute Frage. Also man muss dazu sagen, ich bin in Russland der 90er Jahre aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Und wir hatten keine Supermärkte. Also es lief dann tatsächlich so, dass man in eine Abteilung gegangen ist, sich was ausgesucht hat, eine Packung Milch, hat gesagt, eine Packung Milch, dann sagen sie, gehen Sie zur Kasse, machen Sie dann 3,15 Rubel, bin zur Kasse gegangen, 3,15 Rubel, ist mit diesem Bon dann zu diesem Ding hingegangen und hat dann die Milch bekommen und es hat mich einfach umgehauen, dass ich hier einfach so diese Dinge nehmen konnte und aufs Förderband stellen kann. Ja, ich bin nach Cottbus gekommen. Cottbus gilt ja jetzt nicht als die schönste Stadt Deutschlands, aber ich war von Schönheit Cottbus überwältigt. Also inzwischen hat sich das natürlich auch ein bisschen in Perspektive geschoben, aber ich glaube, die ersten Erinnerungen sind tatsächlich der Supermarkt und die Tram. Ist es dir schwer gefallen, Deutsch zu lernen? Nee, Deutsch habe ich tatsächlich ziemlich schnell gelernt. Man hat da auch nicht so lange gefackelt. Ich wurde in so eine Integrationsklasse gesteckt. Aber nach einer Woche waren sie schon, ach, das geht auch so. Und dann haben sie mich einfach in eine ganz normale Klasse gesteckt. Und teilweise habe ich dann Deutsch rückwärts gelernt, weil ich konnte schon ein bisschen Englisch aus den Schulzeiten und habe mir dann so in Rückwärtsübersetzen so ein bisschen selber Deutsch beigebracht.
Okay. Wie spricht man deinen Namen eigentlich richtig aus? Mein voller Name ist sehr gewichtig. Vladislava Kolosova. Kolosova, okay. Genau, aber in Deutschland sagen alle Kolosova, deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Ja, ja. Also viele von hier, denke ich mal, sind in der DDR groß geworden und haben Russisch lernen müssen oder auch gerne gelernt, unterschiedlich. Und ich kann mich noch an meinen Russischlehrer erinnern, der uns immer eingetrichtert hat, dass die Betonung sehr wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, also Wladimir Putin gab es damals noch nicht so, jedenfalls nicht in unseren Köpfen, wir haben über Lenin gesprochen, dann haben wir gesagt, Wladimir Lenin. Und er immer, das heißt Wladimir. Und das habe ich mir gemerkt. Und immer, wenn jetzt im Fernsehen von Wladimir Putin die Rede ist, dann rufe ich immer, das heißt Wladimir. Ich bin lange hier, ich habe mich an alle Formen meines Namens gewöhnt. Mit V, mit W, auch mit F, alles okay. Ich bin da tolerant. Der Hausmann ist dein zweiter Roman. Dein erster Roman heißt Fliegende Hunde, der ist 2018 erschienen und liegt auch dort. Können Sie nachher auch kaufen, wenn Sie das möchten. Ja, zum Abschluss des Berliner Bücherfestes, ich hatte es ja schon gesagt, startete diese Aktion mit der Lesung von dir und sie wurde moderiert von zwei Moderatorinnen, Marie Kaiser und Anja Herzog. Und Britta Steffenhagen hat aus deinem Buch vorgelesen. Das war auch sehr, sehr interessant und sie hat das richtig gut gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Textstellen jetzt vorliest. Das wird ja sicher ganz anders werden. Und deswegen freue ich mich auch richtig auf die Lesung. Man könnte ja denken, naja, nun, also ich habe es jetzt schon gehört und jetzt muss ich es mir nochmal anhören. Aber das wird sicher ganz anders heute. Du tourst jetzt durch die Berliner Stadtbezirke. Gestern hast du in Pankow gelesen. Und wie war es denn da? Nicht ganz so voll wie hier. Es war ein kleinerer Raum. Es war auch eine kleinere Bibliothek. Ich habe auch die zuständigen Bibliothekarinnen Löcher in den Bauch gefragt über die Bibliothek. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich liebe Bibliotheken wirklich sehr. Also in diesem bisschen tristen Russland der 90er Jahre habe ich sehr viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Zum Glück gab es keine Strafgebühren, sonst glaube ich, wäre mein ganzes Taschengeld und vielleicht das ganze Einkommen meiner Eltern draufgegangen. Ich habe sehr viele Bücher mit nach Hause genommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht alle pfleglich behandelt. Vor dem Umzug nach Deutschland war mein größter Stress, die alle noch zusammenzusammeln und nochmal zurückzubringen. Eins habe ich dann mit Kaugummi kleben müssen. Es tut mir bis heute leid, ich erinnere mich nicht bis heute daran. Aber dort verbrachte ich halt wirklich, wirklich viel Zeit, weil ich viel gelesen habe und so durch Bücher gegangen bin, wie so ein hungriges Tier. Und genau, und deswegen, also einfach in Bibliotheken zu sein und zu fragen, wie die funktionieren, was da was Besonderes gibt, welche Leute kommen, was denn besonders gut läuft. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich habe die Bibliothekarin nicht sehr genervt. Aber es war super und ich glaube, es waren so 20 Leute da und am meisten freut mich, wenn Leute danach kommen und mir so Geschichten erzählen aus dem Leben. Das freut mich. Über Hausmänner oder andere Themen, um die es im Buch geht. Oder einfach so. Deine Lieblingsbibliothek ist ja die Helene-Natan-Bibliothek, hattest du gesagt, ne? Ich habe ein bisschen gelogen. Ach so. Also, meine Lieblingsbibliothek ist die, okay, aber sagen Sie es keinem weiter, ist die Manfred-Bofinger-Bibliothek. Die ist bei mir ums Eck und die ist ganz klein und ganz süß und hat schrecklich nette Mitarbeiterinnen, die mir auch mal ein paar Strafgebühren erlassen haben und hat einen guten Arbeitsraum. Ich wollte das aber nicht sagen, weil die wirklich sehr klein ist und ich die für mich behalten wollte. Kennst du denn alle Stadtbezirke, in denen du jetzt lesen wirst in den nächsten Tagen? Nicht alle, also nicht alle hundertprozentig sicher. Ich würde jetzt nicht die U-Bahn-Haltestellen den richtigen Bezirken zuordnen können. Vielleicht war ich mal versehentlich in allen, aber nicht bewusst. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem Buch, ne? Da erzählst du von ganz unterschiedlichen Menschen, die zusammen in einem Berliner Haus wohnen und man sieht sie ja auch auf dem Cover. Und alle, die darauf zu sehen sind, die spielen in dem Roman dann auch eine Rolle. Es geht um Tim und Thea, um eine ältere Dame, Dagmar, und Maxim, einem Ukrainer. Hattest du dabei ein ganz bestimmtes Haus im Kopf und ganz konkrete Menschen als Vorlage?
Nein, die Straße, über die ich schreibe, die ist ausgedacht, weil ich mir ein bisschen so Freiheit lassen wollte, damit ich so aus Berliner Versatz, Neuköllner Versatzstücken mir so eine Nachbarschaft bauen kann. Ich habe das so ungefähr 4 Haltestellen außerhalb des S-Bahn-Rings verortet. Und auch die Menschen haben keine konkreten Vorlagen. Aber immer so, wenn man Schriftstellerin ist, alles, was mir passiert, alle Gespräche, Serien, Bücher, Gesprächsfetzen, die ich mal in der U-Bahn mithöre, Geschichten, die sie mir erzählen, das alles wird irgendwie so verwurstet. Und verarbeitet, ja. Hast du ein Notizbuch, wo du dann dir das aufschreibst? Nee, ich glaube, das ist so ein Ding von so männlichen Schriftstellern, die dann so mit so einem kleinen Moleskin-Heftchen laufen in ihrer hinteren Hosentasche mit so einem teuren Kugelschreiber oder Füllfederhalter und da was schreiben. Ich habe das nicht. Bei mir sind es tatsächlich oft Servietten oder mein Telefon einfach. Oder die Hand. Ja, tatsächlich. Als wir uns unterhalten haben am Sonntag, hast du auf der Hand Notizen gemacht. Folie an Frau Zimmermann. In dem Buch geht es um Freude und Frust des Themas Nachbarschaft. Kennt sicher auch einige, irgendjemand von Ihnen hat das schon mal erlebt. Es geht um die Herausforderungen, denen sich dieser Mikrokosmos besonders in Berlin stellen muss. Es geht um Gentrifizierung, es geht um die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen bis hin zur Start-up-Kultur. Und das alles erzählst du in vielen verschiedenen Formen, wie zum Beispiel so eine Art Tagebuch, das Tim führt. Und wir haben mal zur Veranschaulichung, so sieht Vlada Kolosova aus. Wenn ich gekämpft bin. Das Buch ist illustriert von Raul Soria, habe ich das richtig ausgesprochen? Und da kommen wir dann später auch noch drauf zu sprechen. Das macht das Buch auch ganz besonders. Und Sie finden darin einen Chat, einen Slack-Chat. Sie finden das Spartage oder Dagmar blockt, ne, den, und gibt dort Spartipps, ja, das Internet für sich entdeckt. Und Sie finden eine Graphic Novel. Also die ganz unterschiedlichen Formen sind da zu sehen. Und man sieht auch im Buchschnitt, dass verschiedene Farben verwendet werden. Und was man da so sieht, diese Linien, das ist Dagmars Block. Also das taucht 1, 2, 3, 4, 5 Mal auf oder 6 Mal in dem Buch. Das zieht sich dann nämlich hier so bis an den Rand. Und das fand ich auch besonders schön an dem Buch, dass das so abwechslungsreich ist und nicht einfach ein ganz normaler Roman. Hätte es ja auch werden können. Warum hast du diese Form gewählt? Weil es mich, glaube ich, ein bisschen besser bei der Stange gehalten hat. Ich finde so ein Roman, das ist sowas, gleich sowas Großes, Gewichtiges, Einschüchterndes. Also wenn man so denkt, ich muss 300 Seiten schreiben, dann hört sich das nach viel an. Aber wenn man 5 miteinander verflochtenen Kurzgeschichten schreibt, die dann einen Roman ergeben, dann fühlt sich die Aufgabe schon bewältigbar an. Mhm. Sagen auch Psychologinnen. Deswegen rauchen Leute so gerne, weil das eine Zigarette zu rauchen eine Aufgabe ist, die schnell abgeschlossen ist und das Gehirn einen dafür belohnt. Okay, das leuchtet mir ein. Ja, beginnen wir mit dem Pärchen, Tim und Thea. Beide sind Ende 20, sie sind gerade eingezogen in das Haus. Was sind das für Menschen? Tim ist ein Illustrator, ein durchaus talentierter, aber ein nicht besonders erfolgreicher. Deswegen verdient er mit seinen Graphic Novels und seinen Illustrationen noch kein Geld. Er macht den Haushalt bei den beiden. Und Thea muss dann für die beiden arbeiten. Sie arbeitet bei einem Startup für veganes Hundefutter und bringt quasi das Geld nach Hause. Und man muss dazu sagen, die kommen auch so ein bisschen aus verschiedenen Familien. Theas Mutter, Theas Familie wohnt in Dahlem und Theas Mutter hatte eine Putzfrau und Tims Mutter war alleinerziehend und war eine Putzfrau. Das heißt, es ist da so ein gewisser Graben zwischen den beiden. Und die glauben eigentlich, dass aber alles kein Problem ist, die unterschiedlichen Herkünfte kein Problem und ihre getauschte Rolle auch kein Problem. Aber natürlich brodelt es so ein bisschen im Untergrund.
Ja, also es ist keine klassische Rollenverteilung. Und vielleicht liest du uns mal eine Szene vor. Ja, ich fange heute einfach mal am Anfang an. Kapitel 1. Tim, das Tier. Können das alle gut hören? In der ersten Nacht starb draußen ein Tier. Seine Schreie waren schrill und leidgeplagt. Manchmal gab es 5 Minuten kein Laut von sich. Und das war fast noch schlimmer als ein Kreischen. Ich hoffte jedes Mal, es sei nun für alle mal Ruhe. Aber dann ging es wieder los. Es war wie mit Mücken. Das Warten auf das Surren ist schlimmer als das Geräusch an sich. Ich kletterte aus dem Schlafzimmerfenster auf die Feuertreppe, weil ich hoffte, von dort aus besser sehen zu können, was unten im Hof los war. Vielleicht war es ein verletzter Vogel oder eine Katze, die nicht mehr vom Baum herunterkam. Doch es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Die einzige Laterne im Innenhof war eingeschlagen. Die Luft roch süßlich nach Lindenblüten und gärendem Müll. In der Ferne lärmten Kinder in einer mir unbekannten Sprache, obwohl es weit nach Mitternacht war. Ich hatte mir Berlin außerhalb des S-Bahn-Rings immer still vorgestellt. Aber die Wolfstraße war genauso laut wie das Maybachufer, wo wir vorher gewohnt hatten. Es war nur ein anderer Lärm. Nicht das Rattern von Rollkoffern auf Pflastersteinen, nicht das deutsch-englisch-spanische Geplapper vor Bars und Spätis. Hier dröhnte Chartmusik oder Deutschrap aus offenen Autofenstern wie aus riesigen Jukeboxen. Ein paar Stockwerke unter mir weinte ein Baby. Ein verzweifeltes, einsames Wimmern, das sich wie ein Feinbohrer in mein Gehirn grub. Insekten kreisten um die nackte Glühbirne auf der Feuertreppe und verglühten mit einem Sirren. Die Treppe und das Fensterbrett waren übersät mit ihren angesenkten, knusprigen Leichen. Ich machte mir eine mentale Notiz, morgen hier zu fegen und vermisste unsere alte Wohnung auf einmal mit einer Intensität, mit der ich bisher nur Ex-Freundinnen vermisst hatte. Der alte Vermieter hatte unserer abgeschabten Bude eine Fußbodenheizung und eine Regenwalddusche verpasst und dann die Miete gleich verdoppelt. Diese Zweizimmerwohnung, 4 Haltestellen hinter dem S-Bahn-Ring, war das Beste, was wir innerhalb der Kündigungsfrist finden konnten. Ein freier Illustrator und NGO-Mitarbeiterin in Teilzeit, wir waren nicht gerade Traumkandidaten auf dem Wohnungsmarkt. Ich läutete mit der Handytaschenlampe in die Baumkrone hinein, dann runter in den Innenhof, entdeckte jedoch kein Tier, sondern nur eine ältere Dame. Sie beobachtete mich aus dem offenen Fenster, ein Stockwerk tiefer, die Ellbogen auf einem gefalteten Handtuch. Ich grüßte zu ihr runter, aber sie huschte schnell wieder ins Innere ihrer Wohnung. Die Hausbewohner hatten, weil es keine Balkone gab, ihre Kinderfahrräder und Kugelgrills auf der spiralförmigen Feuertreppe abgestellt. Ich musste beim Hinuntersteigen höllisch aufpassen. Manche Fenster waren mit Handtüchern statt Gardinen verhangen. Auf der ersten Stufe saß ein Kerl mit kurz geschorenem, runden Kopf und einem derart breiten Kreuz, dass sein Umriss fast aussah wie ein Piktogramm für Männertoiletten. Er streichelte eine Katze, die auf seinem Schoß laut schnurrend eine Pommes fraß. Ich sah mit Bewunderung dabei zu, wie seine Trapezmuskeln sich unter dem T-Shirt bewegten. Ich war ziemlich stolz auf meine eigene Rückenmuskulatur, aber was ich da sah, war eine ganz andere Nummer. »Hallo«, rief ich. Der Kerl drehte sich zu mir um. »Guten Abend«, erwiderte er mit einem starken europäischen Akzent, zeigte dann auf die Katze. »Name Diesel, weil immer sehr laut, wie Motor.« »Ich bin Tim«, sagte ich. Diesel beugte mich misstrauisch, ohne mit seinem Schnurren aufzuhören. Er war definitiv nicht das sterbende Tier. »Maxim«, stellte sich der Kerl vor und gab mir einen fleischwolfartigen Händedruck. »Angenehm.« »Ich bin der neue Nachbar, 5. Stock.« Ich deutete mit dem Finger nach oben, eine völlig überflüssige Geste, für die ich mich gleich schämte. »Ich aus Ostukraine, 1. Stock«, sagte Maxim. »Oh«, ich wusste nicht recht, was ich darauf antworten sollte. »Also, wenn ich irgendwie helfen kann oder du was brauchst, sag Bescheid.« »Danke«, er schüttelte wieder meine Hand. »Angenehm, sehr angenehm. Sag mal, weißt du, was für ein Tier hier so schreit?« Maxim zuckte mit den Schultern. »Vielleicht Schmerz, vielleicht einsam, vielleicht will Liebe.« Dann sagte er lange nichts. Als die Stille aufhörte, gemütlich zu sein, verabschiedete ich mich und ging wieder nach oben. Diesmal über die Haustreppe, wie ein normaler Mensch. Thea hatte meine Abwesenheit gar nicht bemerkt.
Sie kramte im Wohnzimmer in den Kisten und schaffte es, dabei gleichzeitig ein Stück kalte Pizza zu essen und einen Joint zu rauchen. Sie leerte eine Box direkt auf den Boden aus, fischte einen Stift und ein Haargummi daraus und ließ beides in ihrem Rucksack verschwinden. Sie versuchte wohl, die Tasche für ihren ersten Arbeitstag in dem Startup zu packen. Süß, sie war aufgeregt wie vor ihrem ersten Schultag. Thea war der lebendigste Mensch, den ich jemals getroffen hatte. Sie ging zum Späti, um eine Packung Milch zu holen und kam zurück mit einer Einladung auf eine Alpaka-Farm in Moldawien und mit Plänen, im nächsten Monat dorthin zu reisen. Sie hatte so viel Hunger nach Leben, dass banale Details sie nicht weiter beschäftigten. Unordnung hatte Thea noch nie etwas ausgemacht. Wenn ich nicht wäre, würde sie sich zu Hause ausschließlich in ihrem Bett aufhalten, dort arbeiten, essen, schlafen, auf Bergen von dreckigen Klamotten und Cornflakes krümeln. Als wir vor 4 Jahren das erste Mal miteinander schliefen, zeigte sie mir fast mit Stolz die mehrspurige Straße aus Kaffeetassen und leeren Flaschen, die ihr Bett umrundete wie eine Verkehrsinsel. Für sie waren diese Flaschen der Beleg ihrer Lässigkeit. Der Beweis dafür, dass sie es aus ihrem behüteten, puppenhaften Elternhaus in Berlin-Dahlem herausgeschafft hatte. Dabei bewies es eigentlich genau das Gegenteil, wie ich später herausfand. Thea wusste einfach nicht, wie man Pfandflaschen zurückgibt. Das hatte bei ihnen zu Hause immer die Putzfrau erledigt. Vielleicht erklärte dieser Umstand auch unser Verhältnis zur Unordnung. Thias Mutter hatte eine Putzfrau, meine war eine. Ich konnte nur arbeiten, wenn alles schön war. Stand irgendwo ein Teller herum, spürte ich ihn im Nacken. Ich wusste, ich würde mindestens eine Woche lang die neue Wohnung schrubben müssen, bevor ich anfangen konnte, an dem kältesten Ort der Welt zu zeichnen, meiner Graphic Novel. Ich umarmte Thea von hinten und vergrub mein Gesicht in ihrem Nackenflaum. »Lieb, ich geh schlafen«, murmelte ich in den Hinterkopf hinein. »Kannst du bitte versuchen, beim Auspacken wenigstens einen Trampelpfad zum Badezimmer zu lassen?« Thea drehte sich um, sprang hoch, umklammerte mich mit ihren Beinen und hing an mir wie ein Affe. In solchen Momenten hatte ich das Gefühl, dass sie mein Leben Gewicht gab, dass sie Bedeutung hatte. »Hör auf zu nölen«, sagte sie, steckte mir ihre kalte Pizza in den Mund und lachte, wie nur Thea lachen konnte. Mit dem ganzen Körper, laut und ein wenig dreckig. Ich liebte dieses Lachen. Sie wog kaum mehr als ein mittelgroßes Schimpansenexemplar und wenn sie so an mir so hing und Grimassen schnitt, hatte ihr Gesicht tatsächlich etwas Affenhaftes. Thea war keine typische Instagram-Influencerin-Schönheit, aber sie konnte es sein, wenn sie wollte. Sie hatte riesige grüne Augen mit Sommersprossen darin und ein altersloses Gesicht, das je nach Make-up wie 18 oder wie 33 aussehen konnte, Straßenbengel oder 90er-Model. Sie hatte etwas viel Besseres als Hübschheit, nämlich das Talent, alles, was sie tat, so wirken zu lassen, als sei es das aufregendste Ding, das man gerade in seinem Leben anstellen konnte. Egal, ob es sich um einen Termin beim Bürgeramt handelte oder das Schlangestehen von einem Club im fiesesten Januarregen. Du deutest es in deinem Text ja schon an, dass Thea sehr reiche Eltern hat. Sie wohnen in Dahlem und Tim hat ja ein etwas distanziertes Verhältnis zu den Eltern und umgekehrt auch. Das kommt dann im Verlauf des Buches noch zur Sprache. Und ich habe mich gefragt, kennst du solche Leute? Also wenn man das so beschreibt, wie das da so zugeht in solchen Familien, muss man ja vielleicht schon mal einen Einblick bekommen haben. Ich werde nicht oft nach Dahlem eingeladen. Nein. um ehrlich zu sein, noch nie, glaube ich. Nein, also auch das hat jetzt keine reale Vorbilder. Bestimmt war ich mal bei etwas wohlhabenderen Leuten eingeladen und habe das zusammengepuzzelt. Okay. Am Sonntag wurdest du gefragt, ob Thea eine von denen ist, die die Arbeitswelt kaputt machen. Ich fand das eine sehr interessante Frage. Das ist eine schwierige Frage, weil einerseits, also ist Thea natürlich, kommt aus privilegierten Verhältnissen, sie kann sich leisten, unbezahlte Praktika zu machen, sie kann sich leisten, für einen nicht so guten Lohn zu arbeiten. Sie ist in keiner Gewerkschaft organisiert und weiß immer, dass sie im Prinzip auf ihre Eltern so ein bisschen zurückfallen kann, wenn was schief geht. Aber es ist jetzt wirklich... Sie ist auch diejenige, die im Verlauf des Buches auch ein bisschen an der Arbeitswelt kaputt gehen wird. Mhm. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Mhm. Also man kann gleichzeitig die Arbeitswelt kaputt machen und an ihr kaputt gehen.
Würdest du sie als lebensuntauglich bezeichnen? Das fände ich, glaube ich, ein bisschen zu weit zu hart, gegangen. Ne? Ja. Also sie macht im Verlauf des Buches auch eine Entwicklung durch. Und ich will da nicht zu viel verraten, aber sie hat durchaus die Ansätze, ihre Situation auch irgendwann mal zu hinterfragen und es daraus zu schaffen. Wenden wir uns der nächsten Figur zu, Maxim. Er hat ja jetzt auch schon eine Rolle gespielt. Eine sehr sympathische Figur in dem Roman. Und er ist in der Geschichte der Blick von außen auf die deutsche Gesellschaft. Er ist ein ganz genauer Beobachter und seine Gedanken kann man in seinem Übungsheft nachlesen, das er führt. Das nennt sich Heft für Üben Deutsch, genau. Richtig, danke. Und es ist so interessant zu sehen, was er für eine Entwicklung durchmacht. Am Anfang noch das sehr gebrochene Deutsch und Tim hilft ihm ja dann dabei und übt mit ihm. Und es macht richtig Spaß zu sehen, wie er sich entwickelt. Und sehr interessant sind eben auch seine Betrachtungen über die Deutschen. Ist das nicht eigentlich auch dein Blick? Ein bisschen bestimmt. Also ich meine, jeder so Fisch aus dem Wasser Erfahrung eignet sich ja dafür, sie dann jemand anders mitgeben zu können. Und das war bei mir auch schon sicher so, dass ich die, ja, Deutschland tatsächlich manchmal immer noch so ein bisschen, ich kann so hin und her switchen. Manchmal, wenn es mir passt, bin ich gerne sehr deutsch und manchmal, wenn es mir nicht so passt, bin ich sehr gerne auch die Deutschen. Aber natürlich sind unsere Erfahrungen sehr unterschiedlich. Also meine Eltern haben sich freiwillig dafür entschieden, hierher zu kommen und haben auch durchaus die Härten dafür in Kauf genommen und sie sind jetzt vor keinem Krieg geflohen. Und das ist auch alles nicht innerhalb von einer Woche passiert. Bei Maxim ist es natürlich anders. Also er hatte wirklich sehr schwerwiegende äußere Umstände, die ihn dafür veranlasst haben, das Land zu verlassen. Und es ist, glaube ich, schon traumatischer natürlich, wenn man vor einem Krieg flieht, als wenn man sich aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, aber doch freiwillig dafür entscheidet. Mhm. Und sein Blick auf die Deutschen ist oft sehr witzig auch. Ich habe mich auch manchmal ertappt gefühlt, dachte, ja, stimmt. Also er wundert sich ja über vieles, womit er auch recht hat. Und könntest du jetzt eine besonders gute, typische deutsche Eigenschaft nennen, die dir an den Deutschen besonders gut gefällt? Nein, es ist einige, also ich meine, es ist natürlich sehr einfach, sich über die Deutschen lustig zu machen. Mhm. Sie bieten ja auch so genug Steilvorlagen. ich finde, die Menschen sind relativ direkt und damit komme ich ziemlich gut zurecht. Ich mag es, wenn Dinge nicht laufen, dass es dann auch so gesagt wird. Und ich wohne halt auch natürlich viel länger hier, als dass ich nicht hier lebe. Deswegen habe ich das bestimmt auch irgendwie selber verinnerlicht. Ich finde dieses Effizienz-Ding, ich finde es auch schon bewundernswert, dass Dinge einfach laufen. Hat natürlich eine Kehrseite. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit einem Wutforscher und es ging um die deutschen Radler und warum die deutschen Radler so wütend sind. Und der begründete es teilweise mit dem Effizienzdenken, weil wenn so das Gehirn auf Effizienz getrimmt ist und auch weiß, wie es funktioniert und auch die Regeln kennt, dann macht es einen sehr wütend, wenn so die Abläufe gestört werden. Das fand ich auch einleuchtend. Also Effizienz, gute Sache, aber kann auch dann ein bisschen seltsame Blüten treiben. Hm. Und gibt es irgendwas, was dich total nervt? Jetzt das Gegenteil von... Was mich nervt? Wo du sagst, also... Das würde es in Russland nicht geben, zum Beispiel. Das ist schwierig, ne? Solche Fragen. Es ist wirklich schwierig, weil, also ich finde es immer, wenn so in negative Klischees reingeht, stimmt das ja auch gar nicht. Also oft ist ja das Klischee, Menschen in Deutschland sind nicht so herzlich, aber das stimmt nicht unbedingt. Man muss halt nur so durch so eine gewisse Wand hindurch. So.
Also man kriegt nicht sofort ein strahlendes Lächeln, aber eigentlich sind Leute schon sehr herzlich und auch sehr willkommen und auch sehr hilfsbereit. Man wird halt vielleicht nur nicht mit so einem Megawatt-Lächeln empfangen. Alles klar. Und vielleicht kurzzeitig auch ein bisschen angegrummelt, wenn man einen Effizienzablauf stört. Du hast das Buch 2018 geschrieben und da war ja nun vom Ukraine-Krieg noch nicht die Rede, Konflikt schon. Und wie ist das jetzt für dich, der Blick aus der jetzigen Perspektive auf das Buch? Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich denke, jetzt würde ich das Buch nicht mehr so schreiben, weil ich finde, jetzt gibt es halt genug ukrainische Autorinnen und Autoren hier, die das besser könnten als ich und die dessen Geschichte das viel mehr ist als meine Geschichte. Damals war es mir irgendwie wichtig, so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Also so 2016, 17 hat ja niemand noch vom Krieg in der Ukraine gesprochen. Es hieß meistens Konflikt und selbst als irgendwie Russland die Krim eingenommen hat, hieß es auch noch irgendwie Konflikt. Und damals fand ich irgendwie das Thema sehr wichtig. Aber natürlich war das krass, also das Buch, ich habe das gerade abgegeben, es war im Lektorat, es war Januar 2022 und dann ist im Februar am 24. Februar quasi der aktuelle Angriff passiert und ich habe dann noch den Verlag angerufen und war so, boah, ich weiß nicht, ob wir das noch so machen können und irgendwie, ich habe da Bauchschmerzen und dann habe ich aber mit den Leuten gesprochen, die ich für das Buch auch befragt haben und die haben mir teilweise gesagt, du jetzt die ganze Berichterstattung, die wird irgendwann mal aufhören und die Leute werden das Thema auch irgendwann mal satt haben. Und wenn es halt irgendwas gibt, was irgendwie die Aufmerksamkeit dort hält, dann ist es eher gut als eher schlecht. Und ich habe mich dann doch dazu entschieden, das durchzuziehen. Aber das kann man natürlich anders sehen. Also ich finde die Grenze zwischen, ich nehme eine Geschichte, um auf etwas aufmerksam zu machen und ich nehme eine Geschichte und irgendwie beute sie ein bisschen aus, die ist ziemlich schmal. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, Maxim vorzustellen und ihn zu Wort kommen zu lassen. Auch da lese ich heute so ein bisschen von Anfang an. Kapitel 2. 4. Juni 2018. Heft für Üben Deutsch. Mein Name Maxim. Entschuldigung für schlechte Sprache. Ich muss üben Deutsch. Deswegen, ich schreibe Dinge aus meinem Kopf in diese Heft. Tim sagt, nicht wichtig was, muss nur schreiben. Tim, mein Lehrer von Deutsch seit gestern. Ich glaube, er deshalb nicht sehr glücklich. Wenn ich komme zur Tür von Tim, er sieht aus wie Überraschung. Wellen auf seine Stirn, ein Gesicht wie Fragezeichen. Ich sage, du sagst helfen, wenn du kannst. Hier ich bin, brauche Hilfe mit Deutsch. Erlaubt reinkommen? Er sagt, natürlich, 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 aber so oft und schnell das anhört wie natürlich nicht. Ich gehe trotzdem. Immer so in Deutschland. Sagen ja, meinen vielleicht ja, vielleicht nein. Tim fragt, will ich Wasser oder nicht? Ich sage, Wasser nein, danke, aber Schwarztee ja. Bitte mit 3 Stück Zucker. Ich bringe Geschenk zu Tee. Doktorwurst. Ich gebe Tim Doktorwurst, aber noch mehr Wellen auf seine Stirn. Ich lache. Haha, Wurst nicht aus Doktor. Spezialität aus Laden für russische Spezialitäten in Charlottenburg. Ich fahre 50 Minuten mit S-Bahn dort und dann 50 Minuten zurück. Nur für dich. Die Wohnung von Tim sehr sauber. 100 Kartons auf Boden, aber Regale und Tische sauber wie für Operationen. Wenn Tim in Küche, ich öffne einen Karton. Drin Sockenrollen, ordentlich wie Sushi. Ich sehe, dass Tim sehr arm, aber anders arm als meine Eltern. In Ukraine, wir wohnen ein Haus mit 2 Kühlschrank und 4 Fernseher, aber 2 Fernseher und ein Kühlschrank kaputt. Aber wir können nicht wegschmeißen, weil es unser Besitz. Tim und seine Freundin arm mit sehr wenig Sachen und keine Tapete auf Wand. Ich frage, kein Geld für Tapete? Vielleicht fragen Sozialamt? Nein, nein, er sagt, ich mag Beton. Und dann erklärt etwas in komplizierten Worten, die ich nicht kenne, zum Beispiel Minimalismus. Vielleicht Minimalismus, Leute überleben mit minimal Geld?
Ich sage, nicht nötig schämen, ich auch arm. Aber bald ich verdiene Geld mit meinem Gehirn und sende Euros zu Mutter und Vater und kaufe Adidas Schuhe mit 3 Streifen, nicht 4. Deswegen, ich lerne Deutsch mit dir. Und wie kann ich helfen? Reden mit mir, ich sage. In Deutschland, nur Verkäufer reden mit mir und ich habe kein Geld. Und außerdem brauchen sie die Quittung und darf es noch etwas sein, kein sehr nützlicher Dialog für Leben. Willst du vielleicht etwas von dir erzählen und ich korrigiere, wenn du Fehler machst? Ganz genau, ich sage. Er versteht. Ich will umarmen, Tim, aber schwierig, weil wir Männer. Also ich boxe Tim in Schulter und erzähle. Maxim Andreevich Petrenko mein Name, 19 Jahre alt. Sternzeichen, männliche Kuh? Stier? Ganz genau, Sternzeichen Stier. Ich spiele Akkordeon und Gitarre und ich liebe Musik hören. Musik zuhören. Ja, Musik zuhören. Pink Floyd, The Zombies, Love, DRF, Fehlfarben, einstürzende Neubauten. Du kennst diese Bands? Hey, wir haben Internet in Ukraine. Ich liebe auch The Birds und natürlich The Beatles, ideal. Ich erzähle weiter Bands, die ich mag, aber nach 5 Minuten sagt Tim, also dein Musikgeschmack ist wirklich toll, aber vielleicht erzählst du etwas über dein Leben? Wie lange bist du schon eigentlich in Deutschland? Ich lebe in Deutschland 6 Monate und in Ukraine den Rest von meinem Leben. In Dorf Lipetsko, 60 Kilometer neben Donetsk. Deswegen bist du hier? Krieg? Ja genau, wegen Krieg und bessere Zukunft. Eltern in Ukraine. Deswegen ich hier mit Tante Tatjana Jefremowna. Deswegen bin ich hier mit meiner Tante Tatjana Jefremowna. In Deutschen brauchst du meistens ein Verb im Satz. Ich hasse Verben. Sie ändern sich immer. Und Artikel. Im Integrationskurs immer langweilig. Der, die, das, Präsens, Präteritum, Partizip. Nie wirklich wichtige Dinge wie Songs von Kraftwerk oder wie machen Liebeserklärung. Ich lerne Millionen Worte und Regeln, aber ich weiß nicht, wie ich daraus mache Sprache. Ich will Tim erzählen von Tatjana Jefremowna. Sehr gute Frau, intern und extern. Herz so groß wie Wassermelone, Arm breit wie 3 Liter Colaflaschen. Aber Tim will hören mehr über Krieg. Deutsche mit viel Bildung wollen immer hören über Krieg. Glauben, wenn etwas hässlich, ist mehr real, ist echtes Leben. Aber ich will nicht reden über hässlich. Ich will keinen Sozialarbeiter. Ich will Freund für Reden, trinken Schwarztee und essen Doktorwurst. Aber Tim berührt Doktorwurst nicht. Ich sage, bitte essen, Geschenk für dich. Tim lächelt und nimmt ein Stück Wurst in den Mund, aber sieht aus wie beißen Kackwurst. Dann er kaut und lächeln wird echt. Ich bleibe vielleicht 2, vielleicht 3 Stunden bei Tim. Ich gern noch länger bleiben, aber ich merke irgendwann, Tim trinkt Tee schnell, also vielleicht hat er Geschäfte zu tun. Tim Illustrator. Er zeigt mir sein Graphic Novel. Sicher kein Bestseller. Wer will kaufen ein Buch über Klimawandel? Kein Mord, keine Liebe. Aber trotzdem, ich will helfen, Tim, und gucke nützlich Fakten in russische Internet. Dann Hilfe von Tim, nicht Mitleid, sondern Austausch. Ich nicht ganz verstehe, was macht seine Freundin Thea. Ich glaube, arbeitet in Fabrik für Hundefutter. Gute Frau. Wohnung sehr sauber und arbeitet hart, damit Mann kann Kunst machen. Aber Tim nicht schämen? Ich will auch gute Frau. Deswegen lernen Deutsch sehr wichtig. Ohne Deutsch keine gute Unterhaltung, ohne gute Unterhaltung keine Liebe. Ich möchte Unterhaltung machen mit hübsche Frau und Trainingsjacke mit hässlicher Hund. Spaziert bei uns in Wolfstraße, immer 9 Uhr und 20 Uhr. Wolfstraße nicht schöner als Ukraine. Überall leere Chipstüten der Marke Ja, Kaugummi, Zigarettenenden und andere Müll. Nur alte Nachbarin aus 4. Stock putzt Haus. Wenn ich will helfen, sie guckt so, als ich allein schuld für Dreck. Aber sind die anderen Migrantenjungs, die mit Bärten, kleben immer am Handy. Was geht? Papa, Mama, Bruder, Schwester, alles gut? Immer laut, immer viel Drama. Mama, sie wollen Drama mit mir. Sagen, suchst du Stress? Ich sage, nein, danke. Erkläre, dass ich deshalb in Deutschland war, Ukraine sehr viel Stress. Aber sie verstehen nicht, gucken ohne Respekt. Dann kommt Wut. Sozialarbeiter sagt, immer wenn Wut, atme aus, geh Runde um Block. Aber was denkt er? Wenn ich wütend, keine Zeit für Runde um Block. Ist wie Cola in Flasche nachschütteln, muss raus. Aber hübsche Frau mit Hund, immer nett, immer lächeln. Ich warte immer vor Haustür auf sie und mache Salut wie General an mein Basecap. Sie immer lacht und winkt. Ich sage nichts, damit sie nicht sieht, dass ich nicht gut reden kann. Ja, nun haben Sie Maxim schon mal so ein bisschen kennengelernt und man lernt ihn immer besser kennen im Laufe der Geschichte, aber man erfährt nicht, womit er sein Geld verdient. Und es stellt sich dann auch ganz schnell heraus, dass in dem Haus jemand mit Drogen dealt. Also kombiniert man als Leser und Maxim selber befeuert das eigentlich auch, denn er sagt zu Tim, Osteuropäer sind immer Drogendealer.
Also das ist jetzt kein Spoiler, brauchen Sie nicht zu befürchten. Aber man denkt sich eben so sein Teil, irgendwoher muss ja Maxim sein Geld haben. Manchmal kommt er, oder mir kam er jedenfalls manchmal wie so ein großer Teddy vor, so sehr liebenswert, sehr ein großes Herz eben. Und er hat auch manchmal Dates mit Charlotte und da fiebert man auch immer so ein bisschen mit und hofft und drückt ihm die Daumen, dass Charlotte ja das so zurückgibt, die Gefühle. Ja, soweit zu Maxim. Und bis jetzt haben wir nur über die jungen Bewohner des Hauses gesprochen. Jetzt wenden wir uns doch mal Dagmar zu. Dagmar ist um die 80 Jahre alt, kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit im Haus, wie sich das gehört, schimpft über alle, ne, die dagegen verstoßen, hat zu jedem eine Meinung. Und sie hat sich mit dem Internet angefreundet und bloggt jetzt. Sie sehen sie ja auf dem Cover am Laptop. Sie hat einen Blog, der nennt sich Sparen mit Dagmar. Und vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, zu diesem Blog. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, weiß ich nicht. Also auch ich kenne keine Dagmar. Auch sie ist ausgedacht. Vielleicht so ein bisschen so die Sehnsucht nach einer älteren Freundin, die da so durchgekommen ist. Dagmar fühlt sich ein bisschen von der Welt ungerecht behandelt, hat ihr Leben lang gearbeitet, auch hart, hat einen Sohn großgezogen und hat im Alter kein Geld, fühlt sich auch in dieser Gegend, wo sie hingeschickt wurde, auch nicht so besonders wohl. Aber sie verzagt nicht. Ihr Sohn hat ihr einen alten Computer geschickt und Dagmar ist absolut fasziniert vom Internet und hat gleich mal einen Blog angefangen, in dem sie so nicht ganz koschere Spartipps verteilt. Sagen wir es mal so. Ich würde sagen, lies doch einfach jetzt mal einen Auszug aus dem Blog vor. Es gibt ja nicht nur Spartipps, sondern sie äußert sich ja auch über ihre Erlebnisse im Haus, über ihre Gedanken, die sie sich zu den Bewohnern macht und so weiter. Sparen mit dagmar.blogspot.com. Gratisliebe. Verfasst am 2.7.2018 von Dagmar um 7.54 Uhr. Einen wundervollen guten Morgen, liebe Leser im World Wide Web. Zuerst wollte ich mich bei Ihnen für das lebhafte Interesse bedanken, das Sie meinem Blog entgegenbringen. Der Besuchzähler hat inzwischen fast 200 Klicks registriert. Hurra! Und selbstverständlich bin ich auch sehr dankbar für Ihre aufmerksamen Kommentare. Meine heutigen Ratschläge sind von einem davon inspiriert. Unter meinem letzten Beitrag äußerte der User Manfred Weber 1934 den Gedanken, dass nicht nur der Mangel an Geld an den Lebenskräften der Älteren zieht, sondern vor allem das Defizit an Zuneigung und Berührung. Viele junge Menschen glauben tatsächlich, dass wir Alten in der Vergangenheit leben, dass unsere Körper nur noch nichtige Gefäße für unsere Erinnerungen sind. Aber wir brauchen Berührung genauso, wie wir Essen und Wasser brauchen. So wie alle Menschenwesen welken wir ohne. Nicht jeder hat das Glück, Enkelkinder zu haben, die wenigstens ein paar Mal im Jahr zu Besuch kommen und eine Umarmung und einen 10-Euro-Schein gegen einen 10-Euro-Schein tauschen. Wenn Sie, wie ich, einen Sohn haben, der Ihnen Enkelkinder verwehrt, haben Sie Pech gehabt. Dann können Monate ohne Körperkontakt vergehen, abgesehen von den ärztlichen Untersuchungen. Diese, wenn wir schon mal beim Thema Gratisberührungen sind, sollte man auch nicht vernachlässigen. Brustkrebsvorsorge kann nützlich sein. Und wenn Sie Ihren Arzt erzählen, dass Sie unspezifische Bauchschmerzen haben, werden Sie höchstwahrscheinlich ausführlich abgetastet. Lymphschmerzen eignen sich auch immer gut. Lymphknoten sind am ganzen Körper verteilt, also gibt es viel Anfassen. Meistens gehe ich jedes Mal zu einem anderen Arzt, damit niemand Lunte riecht. Und ich werde nicht lügen, es hat etwas tief Befriedigendes, dass die gesetzliche Krankenkasse all dies bezahlt. Es gibt auch andere Strategien, Körperkontakt zu erschleichen. Wenn ein Bus eine Kurve nimmt, lehnen sie sich an andere Passagiere an. Aber nur ein kleines bisschen, damit es immer noch wie zufällig aussieht. Wenn sie die Straße überqueren, übertreiben sie ruhig ihre Tattrigkeit und fragen sie jemanden, ob sie sich unterhaken dürfen. Eine richtige Umarmung ist natürlich schwierig zu bekommen. Diese Menschen mit den Free-Hugs-Schildern, die auch Fremde in die Arme schließen, könnten eine Lösung sein.
Aber sich von ihnen umarmen zu lassen, ist ein bisschen wie weggeworfene Dinge von der Straße aufzusammeln. Man würde das schon machen, aber nicht, wenn andere zuschauen. Ich habe vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben, Zuneigung von anderen Alten zu bekommen. Zu den Veranstaltungen in unserem Gemeindezentrum und in der Kirche gehe ich lange nicht mehr. Wer auch immer all diese Spielabende, Kaffeekränzchen und Bastelstunden für Senioren organisiert, glaubt wohl, dass alte Menschen sich einfach deshalb gut verstehen würden, weil sie alt sind. Da irren sie sich gewaltig, das tun wir nicht. Und Berührung von ihnen zu erwarten, ist wie ein Stein zu lutschen, um den Durst zu löschen. Ich lernte bei so einem Spieleabend einen Mann kennen, der seine verstorbene Ehefrau nur zweimal am Tag geküsst hatte, um sie nicht zu sehr zu verwöhnen. Aber so sind wir aufgewachsen, zumindest wuchs ich so auf. Eine Kindheit im Bunker. Vater im Krieg gefallen, Mutter so sehr damit beschäftigt, uns nicht verhungern und erfrieren zu lassen, dass keine Zeit für Verhätschelung blieb. Das Beste, was man machen konnte, war, ihr nicht im Weg zu sein, damit man keine Watschen riskierte. Früher habe auch ich gedacht, dass Liebe nur zählt, wenn sie einen materiellen Wert hat. Ein frisch gestärktes Hemd, ein warmes Frühstück am Morgen, ein Strauß teurer Rosen. Und es ist ja auch etwas dran, dass Liebe eher aus 1000 Frühstückseiern besteht und 10.000 gemeinsamen Tassen Tee als aus flüchtiger Leidenschaft. Aber wenn ich jetzt versuche, mich an all die Stunden zu erinnern, die ich mit Suppen kochen und Brote schmieren verbrachte, was ist davon übrig geblieben? Im Schredder zerhäckselte Zeit. Woher hast du diese Spartipps? Wo hast du die alle gefunden? Die habe ich im Internet gefunden. Es gibt tatsächlich so sehr dezidierte Sparer im Internet, die diese Tipps teilen. Die sind auch nicht unbedingt arm, sondern die haben sich zu so einem Volkssport gemacht. Und manche Tipps haben mich sich wirklich wundern lassen. Ja. Hast du auch welche ausprobiert? Also ein paar eigneten sich meiner Meinung nach nicht die auszuprobieren. Viele würden dann doch schon so an meine Qualität, Lebensqualität zehren. Aber eins habe ich ausprobiert, also das stand zum Beispiel, das war, wenn man Wasser so in einen Eimer tropfen lässt über Nacht, dass es irgendwie nicht an dem Wasserzähler ausschlägt. Das habe ich eine Nacht ausprobiert. War zumindest an meinem Zähler tatsächlich so. Aber ich weiß es nicht. Also ich würde nicht verantworten, dass es tatsächlich immer so ist. Und wenn man ehrlich ist, keine Ahnung, habe ich dadurch 0,0002 Cent gespart oder so. Ich wollte nur wissen, ob es klappt. Ja, nun haben wir Tim kennengelernt, Maxim und Dagmar. Wir verlassen jetzt Dagmar und wenden uns Thea zu. Thea kommt im Buch auch zu Wort, und zwar chattend mit ihrer besten Freundin Anna, die gleichzeitig in dem Start-up-Unternehmen für veganes Hundefutter auch ihre Chefin ist. Diese Chats sind sehr, sehr eindrucksvoll und die haben mich eigentlich an dem Buch richtig erschüttert. Weil da so viel zum Ausdruck kommt, was schiefläuft in dieser Gesellschaft und exemplarisch an diesen beiden Frauen dargestellt. Es erfolgt ein Schlagabtausch mit Anna, die dadurch zu einer ziemlich unsympathischen Figur wird, wie ich finde, aber vielleicht auch zu Unrecht. Sie ist eben die Chefin und muss auch als Chefin agieren gegenüber Thea, und das ist nicht immer schön. Hast du selbst Einblick in einen solchen Start-up-Alltag schon mal bekommen? Weißt du aus dem Inneren, wie es dazu geht? Also mein jetziger Arbeitgeber ist ein guter Arbeitgeber. Also ich möchte aufräumen, ich arbeite bei Zeit Online als Redakteurin. Das ist auch natürlich kein Start-up, sondern ein Medium. Natürlich chatten wir da auch sehr viel, aber das war ganz sicher nicht der Vorbild. Nein, ich habe in keinem Startup gearbeitet, auch das ist so aus Geschichten zusammengezimmert. Und wie bist du auf veganes Hundefutter gekommen? Ich finde es, um ehrlich zu sein, gar nicht so wahnsinnig abgefahren. Ich glaube, es ist also schon auch ein Thema, weil man durch Fleischkonsum, also weil viele Leute versuchen, den Fleischkonsum zu reduzieren wegen der Umwelt und wegen dem CO2-Abdruck, und Hunde sind tatsächlich Allesfresser, und
essen im Verlauf ihres Lebens tatsächlich ziemlich viel Fleisch. Also so ganz abgedreht ist es nicht, sie irgendwie vegan sich ernähren zu lassen. Aber manchmal natürlich wundert man sich so. Ich habe gestern meinem Kind vegane Chicken-Dinos zum Abendessen gemacht. Mhm. Also es sind so, also normalerweise sind es so Hähnchenstückchen, die in so Dinosaurierform gemacht werden und die gibt es nicht vegan. Und die Bezeichnung war einfach lustig. Vegane Chicken-Dinos. In dem Chat verwendest du auch Emojis. Hast du die so drauf oder musstest du die suchen? Nee, die habe ich drauf. Okay. Also, wir haben uns vorhin schon unterhalten, wir kennen nur die Smileys, Grinsen oder Mundwinkel nach unten. Und ansonsten, ich muss immer suchen. Es gibt ja die Suchfunktion bei WhatsApp. Ne? Da kann man nach den passenden Emojis suchen. Aber also ich hätte sehr viel Zeit gebraucht, um so einen Chat aufzuschreiben. Nee, das ist eine meiner Fremdsprachen. Okay. Am Sonntag wurdest du auch gefragt, welches Emoji du am häufigsten verwendest. Ja, das Kackhäufchen-Emoji. Ja, und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in den Chat. Ich bin sehr gespannt, wie du den vorliest. Das ist ja nicht so einfach. Ja, das ist ein bisschen tricky. Ich muss jetzt für zwei lesen. Sie kennen wahrscheinlich alle Chats so aus Internetunterhaltungen oder aus WhatsApp-Konversationen oder einfach aus SMS-Schreiben. Das ist so ähnlich. Slack ist so ein Programm, wo man sich quasi mit jedem Mitarbeitenden im Unternehmen unterhalten kann. Theoretischerweise auch mit der Chefin. Passiert im echten Leben nur selten. Ich werde dann quasi so vorlesen, wer gerade spricht und auch zu welcher Uhrzeit das geschrieben wurde. Und noch einmal zur Einordnung, also Anna arbeitet in der Personalabteilung von diesem Startup, die natürlich nicht Personalabteilung heißt dort, sondern ihr Job heißt Happiness Officer und Thea hat da vor ein paar Wochen angefangen. Thea, um 11.45 Uhr. Ich wollte fragen, gibt es irgendwo ein Google Doc oder so, wo man Überstunden eintragen kann? Also fürs Brainstorming am Samstag? Ich will jetzt nicht so deutsch sein mit Ausgleichstagen und so. Aber es hieß doch, ich sollte in den ersten 3 Monaten der Probezeit keine Urlaubstage nehmen und ich muss dringend zu meiner Osteopathin. Anna, no worries, das wird hier nicht aufgeschrieben. Wir sind hier nicht so pingelig mit Arbeitszeit. Geh einfach, wenn es hier etwas ruhiger ist. Thea, alles klar, danke. Anna, hast du wieder Rückenschmerzen? Du kannst dich ja für die Afternoon-Yoga-Class eintragen, ist umsonst. Und ich kümmere mich mal um einen ergonomischen Stuhl für dich. Thea, echt? Oh, danke dir. Und bei der Yogastunde wollte ich ewig schon vorbei. Aber du weißt, wie es ist. Irgendwas brennt immer. Thea, um 14.16 Uhr. Hunger! Hast du Lust, dich zu dem Kebab in der Brunnenstraße rauszuschleichen? Ich habe heute nicht so Hunger auf das vegane Curry von Carlos. Anna, shit. Hannes braucht noch ein paar Slides um 15.30 Uhr. Hat erst vor einer halben Stunde gesagt, sorry. Heute leider nur das Tattoo-Lunch für mich. By the way, er will mit dir sprechen. Passt der 16 Uhr im Conference? Thea, klar, warum? Anna, nur ein kurzer Talk. Thea, er will nie einen kurzen Talk. Ist es wegen der Instagram-Performance? Dem Greenpeace-Tweet? Thea, um 14.53 Uhr. Anna? Thea, um 15.17 Uhr. Anna? Anna, um 15.48 Uhr. Sorry, hab nicht auf Slack geguckt. Musste mich konzentrieren. Und schau, ist eine complicated situation für mich. Wir sind Freunde, aber ich kann dir nicht sagen, was der CEO von dir will. Das wäre ziemlich unfair anderen gegenüber. Stell dir vor, ich würde das für jeden machen. Thea, klar, verstehe. Sorry, das war dumm. Ist nur das erste Mal, dass er mit mir reden will. Anna, um 17.05 Uhr. Hey, alles okay? Siehst sogar von meiner Ecke aus ein bisschen blass aus. Thea, um 17.02 Uhr. Motivation 6 von 10? Team Spirit 5 von 10? 3 Fragezeichen. Alter, echt? Anna, schau, ich muss professionell bleiben. Und ich habe mir ja die Zahlen nicht ausgedacht. Du weißt doch, wie es läuft. Du hast die anderen doch auch bewertet. Thea, dieses Ding, wo der Algorithmus dir jede Woche 5 Leute vorschlägt? Aber da stand doch, dass es anonym ist und ihnen hilft zu wissen, wo sie stehen. Ich hätte nie gedacht, dass der CEO diese Zahlen bekommt. Anna, seriously, was hast du erwartet? Machst du Sport Activities? Hast du irgendwelche Team Responsibilities außerhalb des Office übernommen? Thea,
Wie soll ich denn das machen, wenn ich hier jeden Tag bis 21 Uhr sitze und jetzt bis Ende des Monats die Visibility um 20% verbessern muss? Anna, hey, es ist nicht mein Job, dir zu sagen, wie du deinen machen sollst. Mein Job ist es, dir die beste Arbeitsumgebung zu geben. Aber vielleicht hilft es, wenn du deinen Tag anders strukturierst? Es gibt einen super Getting Things Done Workshop am 1. Juli-Wochenende. Soll ich dich anmelden? Tja, klar. Danke. Tja, und das läuft dann eben darauf hinaus, dass Arbeitszeit tatsächlich nicht mehr so die Rolle spielt, aber eben auch in die andere Richtung. Dann wird eben nach Feierabend noch gebrainstormt und so weiter oder eben Workshop am Wochenende, sodass eben für die Freizeit da gar nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und Thea gerät in immer größere emotionale Psyche, also es geht eigentlich, würde ich sagen, bis hin zum Burnout, zum drohenden Burnout. Und ich fand das sehr, sehr erschütternd, habe ich ja schon gesagt. Also beste Freundin, dass das dann eben, dass man das so trennen kann, ne? So knallhart. Ja. Du hast alle Figuren mit sehr, sehr viel Empathie beschrieben. Sind sie dir manchmal beim Schreiben auf die Nerven gegangen? Manchmal, ja, klar. Schon, so wie jede Person, mit der man viel Zeit verbringt. Und ich habe ja mit denen so 3-4 Jahre verbracht, wie in jeder Beziehung. Wird es auch mal nervig, ja. Und könntest du vielleicht noch was zu der Graphic Novel sagen, worum es dann im Detail geht? Genau, gerne. Also die Graphic Novel, die ist so ein bisschen eingebettet darin. Tim, der dieser erfolgreiche Illustrator, zeichnet in dieser sehr aufgeheizten Dachgeschosswohnung an einem sehr kühlen Graphic Novel über den ehemals kältesten Ort der Welt im Jahr 2040, als der Klimawandel schon etwas fortgeschritten ist. Und so wie alles in dieser Welt taut auch der kälteste Ort. Die Protagonistin ist eine 13-jährige Waisin, die aus ihrem Waisenhaus ausbüchsen muss, um zurück in ihre Heimat zu reisen, weil ihre Oma, die bis dahin in einem Eisblock ruht, dort ist ihre Leiche eingefroren, weil sie anfängt zu tauen und sie sich überlegen muss, wie kann man die Oma nochmal beerdigen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Graphic Novel nochmal separat erscheint, vielleicht? Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Es werden ziemlich dünne. Also ja, man hat ja auch das Gefühl, sie ist noch nicht ganz zu Ende. Also ging mir jedenfalls so. Ich dachte, Tim ist noch nicht fertig damit. Vielleicht. Ah ja, ich war damit eigentlich fertig. Okay. Ja. Ich hoffe, Vlada hat sie neugierig gemacht auf das Buch insgesamt. Denn da passieren noch dramatische Dinge, wollen wir jetzt nicht verraten. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen weiteren Lesungen, die ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag kommen. Ne? Das geht ja jetzt jeden Tag so weiter. Und damit deine Wohnung nicht zum Blumenladen mutiert, dachte ich, von mir kriegst du keine Blumen, sondern ein Buch. Ah, toll! Ich Und zwar mich Katja Oskamp, Marzahn Mon Amour. Super. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, wollte es aber immer lesen. Und das ist ein wunderschönes Buch. Und das ist so ein genau. Schrundending. Und da du viel unterwegs bist, du musst deine Füße pflegen. Genau. Da steht jetzt auch drauf, Marzahn Mon Amour. Und toll. Und das ist passend, finde ich. Du bist jetzt so viel unterwegs, die kannst du gebrauchen, bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Also vielen Dank nochmal. Viel Erfolg nochmal und danke, dass du uns vorgelesen hast. Danke für dieses Buch. Und Sie sind eingeladen, wie gesagt, das Buch zu kaufen, signieren zu lassen. Sie wissen auch, bei uns gibt's, Sie müssen keinen Eintritt bezahlen, aber wir freuen uns über eine Spende beim Rausgehen. Das Geld kriegt unser Förderverein, der dann wiederum ermöglicht, dass wir Getränke einkaufen zum Beispiel und auch Veranstaltungen finanziert mit diesen Einnahmen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke dir nochmal, Vlada, und dann einen schönen Abend noch.
Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.